Hallo, willkommen. Heute wieder Neues aus dem Check. Und es gibt schon wieder was Neues zum Thema Baofeng Handfunkgeräte. Seit heute, dem 26. Januar 2022, gibt es ein neues Verbot von der Bundesnetzagentur. Das heißt eine Allgemeinverfügung zum Baofeng UV82. Ich habe mir hier das Amtsblatt einmal ausgedruckt, beziehungsweise die Seiten vom Amtsblatt. Ich blende es euch auch entsprechend ein und den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Worum geht es? Ja, wir hatten vor ein paar Wochen den Fall, dass das Baofeng UV5, das kennt wahrscheinlich jeder von euch, entsprechend verboten worden ist. Es gab eine Allgemeinverfügung, dass das in Verkehr bringen, die Weitergabe und untersagt worden ist für das Gerät, und nun betrifft es eben auch das Baofeng UV82. In der Allgemeinverfügung steht praktisch drin, dass weitere Bereitstellen, in Verkehr bringen und die Weitergabe des UV82 wird ab dem Datum 26. Januar 2022 untersagt. Worum geht es? Ja, die zuständige Marktüberwachungsbehörde in Polen hat den Inverkehrbringer bzw. Importeur in Polen im Rahmen einer Anhörung um die Zusendung der Konformitätserklärung gebeten und der technischen Dokumente für das Gerät. Hier wurde das Gerät offensichtlich gemeldet. Einen entsprechenden Eingang der Konformitätserklärung konnte von der polnischen Überwachungsbehörde entsprechend nicht verbucht werden. Und bei der administrativen Prüfung seitens der zuständigen Marktüberwachungsbehörde wurde unter anderem festgestellt, dass die Konformitätserklärung fehlerhaft war. Also da haben offensichtlich Angaben gefehlt oder entsprach einfach nicht der Realität. Vermutung von mir, eventuell einfach nur Text rein und raus kopiert, das wäre möglich. Fehlerhaft war und nicht den Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie 201453 EU entspricht. Ja, okay, das erstmal dazu. Des Weiteren wird hier geschrieben, das Gerät wurde zusätzlich auch noch einer messtechnischen Prüfung unterzogen. Das heißt, es wird dann entsprechend geprüft, ob die Dämpfung entsprechend ist, ob die Sendeleistung entsprechend ist, ob die, ja, ich sag mal, die Parameter ganz einfach stimmen, was so ein Gerät eben erfüllen muss, um den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Also das Gerät wurde zusätzlich auch noch einer messtechnischen Prüfung unterzogen. Die messtechnische Untersuchung des Messlabors zeigte, dass sowohl die Anforderungen der EN300086 in der Version 2.1.2 nicht eingehalten werden. Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 30 Absatz 1 Funkanlagengesetz geprüft, dass die Maßnahmen gerechtfertigt ist. Das ist sie dementsprechend, sonst wäre es nicht verboten gewesen. Da die polnische Marktüberwachungsbehörde weder eine Konformitätserklärung noch eine technische Dokumentation vorlag. Ja, das soweit dazu. Das heißt also, wenn ihr ein solches Gerät habt, dürft ihr es natürlich im Rahmen eurer Lizenz weiterverwenden. Das heißt, ihr müsst faktisch ein Funkamateur sein mit der Einsteigerlizenz oder mit dieser Advanced-Lizenz. Ansonsten dürftet ihr das Gerät sowieso nicht verwenden. Und ihr müsst natürlich als Funkamateur entsprechend auch dafür Sorge tragen, dass ihr nur diese Aussendung in die Luft bringt, die zulässig ist. Das heißt also, eventuelle Oberwellen Aussendungen sind dann eben nicht zulässig und jeder Funkamateur muss im Prinzip dafür Sorge tragen, denn dafür habt ihr auch eine Ausbildung gemacht und solltet eigentlich technisch dazu in der Lage sein. Ja, das eigentlich dazu. Ich bin mal gespannt, wenn das jetzt so im Vierteljahrestakt passiert, dass Baofeng-Geräte verboten werden. Ich hatte vor kurzem ja erst das UV10R hier im Video gehabt. Es kann natürlich sein, dass der Hersteller immer wieder neue Produkte auf den Markt schmeißt, um praktisch die alten Produkte hier im europäischen Markt nicht mehr anbieten zu können oder zu müssen, ne? Um das ein bisschen auszuhebeln, die ganze Sache, ne? Der Gesetzgeber rennt dem Produkt sowieso immer hinterher. Das kann natürlich passieren.
die Verfügung wird dann natürlich immer in allen europäischen Mitgliedstaaten geteilt und wenn sie gerechtfertigt ist, entsprechend auch umgesetzt. Und wenn der Anbieter natürlich dann im gesamten EU-Raum seine Geräte nicht mehr anbieten kann, ist das natürlich ein herber Verlust. Auf der anderen Seite, es kann eigentlich nicht so teuer sein, eine entsprechende Filterung in das Gerät noch einzubauen. Das sind nur Meinungen von mir, das möchte ich hier nochmal ganz besonders betonen. Ich gebe hier keine Rechtsberatung oder ähnliches ab und die Äußerungen sind auch eher Vermutungen. Aber ich vermute mal ganz einfach, es gibt ja den einen oder anderen, der hat solche Geräte schon mal entsprechend im Messlabor geprüft und es zeigt ja doch in die Richtung, dass hier ganz einfach eine mangelnde Filterung zum Beispiel da ist. Also da müsste man noch nachbessern. Gut, ich meine, wenn die Geräte dann unterm Strich 20 Euro mehr kosten, solange wie sie die Rahmenbedingungen einhalten, von mir aus soll es recht sein. Okay, liebe Freunde, ja, das ist das Blatt. Ihr könnt es euch gerne runterladen, ihr könnt es euch selber nochmal anschauen auf der entsprechenden Seite. Wie gesagt, Link ist unten drinne. Lasst den Kopf nicht hängen. Ich möchte natürlich immer nochmal betonen, es gibt auch viele, die solche Geräte für Ausflüge, als Prepper oder wie auch immer einsetzen. Wir haben hier nun mal den rechtlichen Rahmen, an den müssen wir uns alle halten. Und mehr gibt es dazu von meiner Seite nicht zu sagen. Wie ihr persönlich mit diesen Geräten umgeht, das ist jedem seine Sache. Ich möchte hier auch keinen entsprechend belehren. Lasst einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Macht's gut.